Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, bei scheiß Wetter noch ein Foto zu machen. Und wie ihr seht, hinter mir dieser große Baum soll mein erstes Objekt der Begierde werden. Und ich versuche mal, das Beste daraus zu machen. Ich habe nur dabei meine Nikon Z6 und mein 24-70-2.8. Ja, es ist relativ hell durch den weißen Schnee und ich werde dann vermutlich mit einer schönen niedrigen ISO arbeiten können. Am besten ISO 100. Ja, und der Rest ergibt sich dann an den Parametern. Bleibt dran und schaut euch das erste Bild an. Eine kleine Entdeckung von meiner Frau zwischendurch. Ich kenne die nur in Zons an der Fähre, aber hier stehen sie auch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, aber vielleicht gibt es ein Foto dazu. Ich glaube, das sind auch Bisons. Ja, aber die sind hier halt kultiviert. Bis später. So, die Geschichte dahinter ganz kurz zur Marienburg oder beziehungsweise zu dem, was ihr jetzt gesehen habt oder noch sehen werdet, die Zaubernuss. Meine Frau und ich sind früher häufiger hier spazieren gegangen, vor allem als wir noch in Baumberg gewohnt haben. Und wir sind durch diesen Park auch zu dieser Jahreszeit, Schnee, und dann duftete das nach frischen Blumen. Und wir haben uns gefragt, was es ist, und sind dieser Spur gefolgt. Bei dem Folgen dieser Spur sind wir auf diese Pflanze hier gestoßen oder auf diesen Strauch. Ja, ich habe ja auch einen Schrebergarten und habe mich natürlich interessiert, was es ist, und gegoogelt und auch relativ flott gefunden, vor allem mit der Hilfe meiner Frau, die sowas immer schnell findet. Es ist eine Zaubernuss. Ja, und dann haben wir uns diese Zaubernuss geholt und in den Garten gestellt, und sie ließ ganz schnell die Köpfe hängen, und mittlerweile hat sie den dritten Standort und endlich den richtigen und gedeiht jetzt auch bei uns, nur ist sie noch relativ klein.
Ja, aber sie duftet herrlich im Winter. Ja, und was noch ganz Tolles in diesem Marienburgpark ist, hier steht ein riesen Mammutbaum, der leider von ganz vielen angegriffelt wird und deshalb die Rinde schon ziemlich kaputt ist, weil die Rinde ist sehr korkartig. Aber da werde ich jetzt mal versuchen, die Strukturen mit einer ganz großen Offenblende, also 2,8, was mein Objektiv kann, zu fotografieren und die Freistellung nach oben hin zur Krone, zur Baumkrone halt hinzubekommen. Schaut mal hier. Das ist die Rinde, ja gut, das ist die kaputte, aber hier ist der riesen Mammutbaum, uralt.